Ein neues Video bei dir, Lieben. Ein neues Interview. Malisa ist am Start. Wir sprechen heute ja, über viele Themen, über Reality Queens natürlich unter anderem, weil das ja das Format ist, wo du aktuell zu sehen bist oder leider Gottes zu sehen warst. Und wir haben tatsächlich schon mal gedreht. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das da draußen wissen. Das ist ewig her. Malisa, lass mich überlegen. 2021? Ja, 2021 zur Couple Challenge und es war auch nur online mit meinem Ex-Ex Fabio. Mit Fabio, also mit dem damaligen Fabio. Das war ja nicht, das war, was, welches Format war das von dir? Das zweite? Zweite große, ne? Mein zweites großes Format. Du warst vorher bei Temptation? Und davor bei Berlin Tag und Nacht, genau. Okay. Aber mein zweites großes Reality-Format. Und danach kam, leider Gottes, prominent getrennt als nächstes großes Format. Und ja, und dann so Eating with my Ex, also voll viele Ex-Sachen. Und ich bin so stolz darauf, dass jetzt mein erstes eigenes großes Format kam, wo ich mich alleine mal zeigen konnte. Zwar in etwas, was, was nicht so mein Ding war. Aber ich konnte mich alleine zeigen. Was heißt nicht dein Ding? Ich sag's dir ehrlich, hätte ich wirklich gewusst, dass wir im Dschungel sind, hätte ich nicht dran teilgenommen. Du meinst wahrscheinlich nicht gewusst, weil es war ja quasi ein neues Format. Nee, wir wussten nicht mal, wo es hingeht. Wir wussten ja gar nicht, auf was wir uns einlassen. Es war so eine Art Abenteuerformat. Uns wurde nur gesagt, ihr werdet das Abenteuer eures Lebens haben. Es wird wunderschöne Orte geben, aber wir wussten nicht, ob es nach Afrika geht oder einfach nur nach Frankreich oder Portugal oder in den Dschungel. Wir haben nur erahnen können, weil man musste sich ja für bestimmte Sachen impfen, in welche Regionen es geht. Und ich habe aber die ganze Zeit gedacht, es geht nach Afrika. Ich weiß nicht warum. Und darauf habe ich mich auch gefreut. Und dann habe ich erfahren, es geht in den Dschungel und dachte mir, scheiße. Aber Dschungel wäre für dich, also du hast ja gesagt, du hättest es nicht gemacht, wenn du es, okay, das heißt Dschungel, weil du möchtest nicht mit irgendwelchen Tieren oder nicht im Regenwald oder was ist da so dein Thema? Also jeder, der, glaube ich, Reality Queens geguckt hat, weiß, dass ich vor fast allem Angst habe. Und gerade diese Viecher im Dschungel sind für mich furchtbar. Dann alles dort im Dschungel. Also diese ganze Gegebenheiten war einfach für mich nicht so schön. Außer im Luxuscamp, wo wir ja oft waren, Gott sei Dank, toi toi toi. Ja. Da war es dann okay, weil wir Softgetränke hatten und Essen und ein Feldbett. Aber dieses Losercamp mit der Hängematte war mein Endgegner. Ohne dir so nahe zu treten zu wollen, aber ich sehe dich jetzt auch nicht in freier Wildbahn in Afrika. Nein, deswegen habe ich jetzt so nachgefragt, weil du so gesagt hast, ja, so Dschungel ist sowas alle aufstellen. Aber ich glaube, Afrika, da sind nicht so viele Viecher. Ja, das, also, ja. Und da ist so Wüste, ist so schön mit Sonne und da sind dann so schöne Löwen. Ich stelle mir das irgendwie romantischer vor mit Lagerfeuer. Keine Ahnung, ist irgendwie. Ich war ja auch in Südafrika bei Prominent getrennt. Ja. Und Südafrika war richtig schön. Also wirklich schön. Ja, gut, du warst ja. Ja, aber. Also ich meine, du warst jetzt auch, genau. Ja, aber so an sich war es halt schön, so der Ort und deswegen, also Dschungel hätte ich das gewusst, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, es war halt eine Erfahrung fürs Leben, ne? Und wie war die Erfahrung? Weil du hast ja gerade insofern gesagt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es war tatsächlich das allererste Format für dich, also Reality-Format allein. Ja, und ich wollte das unbedingt, ich wollte mich unbedingt auch mal alleine zeigen. Ich glaube, ich war sehr unterhaltsam, wenn auch als Drama-Queen. Ungewollt. Ich bin irgendwie immer in die Dramen mit reingeflossen, obwohl ich so viel mit mir persönlich zu tun hatte und mit mir selber so viele Themen hatte, dass ich gar nicht gecheckt habe vor Ort, dass so viele Leute ein Problem mit mir hatten, weil ich nie ein schlechtes Wort über irgendjemanden verloren habe. Wenn, dann habe ich es der Person ins Gesicht gesagt, wie Julina oder Dani. Aber ansonsten, ich habe erst bei der Ausstrahlung gemerkt, wie viele einfach von mir waren. Ich denke mir so, krass, ich war nur mit mir selber beschäftigt und mit meinen Ängsten und Problemen und ich hatte, was man leider auch nicht gesehen hat, ich habe leider alle genervt, weil ich jede Nacht Albträume hatte, nachts geschrien und geweint habe und bin dann wach geworden. Nee, weil ich persönlich viel durchgemacht habe und auch mit der ganzen Situation, glaube ich, es hat alles zusammen gespielt. Und die anderen waren alle richtig genervt, meinten, boah, die heult schon wieder und so. Und ich meinte, ey, es tut mir voll leid. Es wurde ja leider nicht so gezeigt. Aber, bist du nachher froh drüber? Dass nicht gezeigt wurde? Nee, irgendwie denke ich mir, ist es schade, weil die Leute das vielleicht mehr verstanden hätten, weil du kannst ja nichts dafür, was du nachts träumst, ne? Und dann erkennt man vielleicht auch, so kann man mich ein bisschen mehr verstehen, als dass die dann abgefuckt sind auf mich und sagen, boah, sie hat so viel Angst und so. Aber das hat so die Leute, glaube ich, sehr genervt. Wollen wir mal, du hast gesagt, es gab einige Leute, die Probleme mit dir hatten. Das haben wir auch gesehen, kann man jetzt nicht verleugnen. Gab es Themen im Vorfeld? Also bei Carina weiß ich, Carina Spack
hat dir ja vorgeworfen, dass du sie mal beleidigt hast irgendwie. Aber gab es jetzt mal abgesehen von ihr noch andere Themen mit anderen Mitstreiterinnen? Nein, gar nicht. Ich kannte niemanden von den Mädels persönlich, außer halt Sandra. Mit Sandra war ich vorher schon richtig cool. Durch viele Events und Partys. Dann habe ich sie natürlich oft auch für meinen Podcast Blitzlichtgewitter interviewt. Und wir waren halt schon oft auf Events zusammen, haben so ein bisschen den gleichen Freundeskreis. Und dadurch kannte man sich dann schon. Und ansonsten hatte ich mit niemandem Berührungspunkte und auch bin ich bis heute der Meinung mit Carina nicht. Okay. Also Carina hat mir vorgeworfen, dass ich ein böses Wort gesagt habe, wo ich dann auch während der Dreharbeiten bei dem Spiel, wo sie mich wo sie gesagt hat, ich werfe auf Malisa, weil sie das Wort gesagt hat. Und danach habe ich auch, das sieht man leider nicht in der Sendung, habe ich aber vor allen Leuten gesagt, ich so, Carina, bitte zeig mir das, dass ich das gesagt haben soll. Ich würde es gern sehen und wenn es dann der Fall ist, dann entschuldige ich mich dafür, weil ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Das soll vor 3 Jahren gewesen sein, 2021. Okay. Und sie hat gesagt, ja, macht sie. Hat sie aber bis dato mir nie gezeigt, leider. Und man sagt ja immer die Unschuldsvermutung, ne? Mhm. Und wenn sie es mir nicht zeigt, dann glaube ich das auch nicht selber, weil ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass ich das gemacht haben soll. Wie fandest du denn bestimmte Aussagen von ihr dir gegenüber, die du ja wahrscheinlich oder viele logischerweise erst während der Ausstrahlung so mitbekommen hast? Also als ich die erste Folge direkt gesehen habe, wo sie gesagt hat, ich mag Malisa nicht und sie hat keinen Hals, dachte ich mir, oh mein Gott, wie kommt man erstmal auf diese Idee, sowas zu sagen? Also darauf zu achten. Fühlt man sich dadurch verletzt? Ja, ich habe mich sehr da verletzt gefühlt, weil jeder Mensch von uns in der Öffentlichkeit hat ja auch so die typischen Hater. Und die schreiben dann immer so, oh mein Gott, Malisa hat keinen Hals, wo ist ihr Hals? Also oder, schreiben die Leute das öfter? Ja, öfter auch unter Kommentaren oder Bilder. Und unter anderem sowas wie, ihr Kopf sitzt direkt auf dem Schultern und so, wo ich mir denke, was habt ihr denn davon? Ich weiß gar nicht, es hat irgendwann mal irgendjemand angefangen und ist dann so rumgegangen. Und ich glaube, Carina wusste davon. Und sie wusste auch, glaube ich, ganz genau davon, dass sie mich damit trifft. Weil warum kommt man denn auf die Idee? Ich würde niemals irgendwie jemanden danach beurteilen, ob der einen langen, kurzen Hals hat, dicke Ohren, lange Ohren, kurze Ohren. Auf so eine Idee komme ich gar nicht. Also ja, ich habe mir auch um meinen Hals noch nie Gedanken gemacht. Und ich würde euch darum bitten, dass ihr jetzt bitte keine Halsanalyse von mir macht. Aber bei dir kann man sagen, wir haben hier, liebe Leute, wir machen mal die Haare zur Seite. Nein, ich wollte sagen, wir haben das Mikrofon hier dran. Das Mikrofon. Und wenn dein Kopf direkt auf den Schultern sitzen würde, dann würde dein Kind... So, machen wir jetzt aber bitte nicht, weil sonst klingt der Ton so ein bisschen... Mir. Ach, nur darauf, dass die Haare weg sind. Aber du kannst drüber lachen. Ja, also schon. Am Anfang hat es mich immer verletzt und auch, dass sie das gesagt hat. Weil ich dachte so, wir kennen uns gar nicht persönlich. Kann ich euch gar nicht? Nee, wir kennen uns gar nicht persönlich. Gar nicht. Okay, also das heißt, sie hat quasi behauptet, du hast sie mal beleidigt. Den Beweis dafür gibt es irgendwie nicht. Und sonst gab es keine Vorgeschichte, kein Treffen, nichts. Und das mit dem Hals war dann die angebliche Retourkutsche für die Aussage von vor 3 Jahren. Okay. Und da dachte ich mir, krass, wie kommt man denn auf sowas? Wenn sie gesagt hätte, boah, ich mag Malisa nicht, weil sie ist scheiße. Oder wenn sie jetzt irgendwas gesagt hätte, wieso, weshalb, warum sie nicht mich mag, aber mich auf mein Aussehen zu reduzieren, finde ich schwierig. Hätte ich auch nie, ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, in der Vorstellung, ich habe ja auch die Bilder gesehen, also mir wurden ja auch die Bilder gezeigt. Und ich habe bei ihrer Vorstellung zum Beispiel gesagt, wurde leider nicht gezeigt, ich so, ja, das ist Carina. Ich habe gehört, sie mag mich nicht, aber mehr kann ich zu ihr leider nicht sagen. Wahrscheinlich, weil ich so langweilig geantwortet habe, haben sie auch nicht reingeschnitten und nicht gezeigt. Aber das Krasse ist ja, sie hat es ja gesagt. Also ich finde, man kann ja sagen, ey, ich mag die Malisa nicht und warum auch immer. Manchmal mag man ja auch Leute einfach nicht. Ich so, okay, ich mag auch nicht jeden. Ja, ich auch nicht. Jeden, aber. Okay, so, also mit Carina diese Geschichte. Wie war das mit Sandra? Ich muss sagen, dafür, dass ihr... Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr euch so gut oder gut miteinander im Vorfeld wart, weil irgendwie hattet ihr ja schon so Differenzen. Sandra und ich, gerade gegen Ende auch. Also gerade wenn ich jetzt an diese Nominierung denke, wenn ich jetzt jemanden, sie hat dich ja nominiert. Was mich wirklich sehr, sehr, sehr stark und das meine ich auch, also wenn ich mit jemandem gut bin oder irgendwie eine gute Vorgeschichte habe, dann würde ich doch sagen, okay, die Person steht für mich gar nicht zur Debatte, was eine Nominierung betrifft. Hatte sie mir auch gesagt an dem Tag. Wir haben auch darüber lange geredet. Man hat ja auch teilweise das Bademann-Gespräch gesehen, wurde ja viel geschnitten. Also man hat ja nicht alles gesehen. Und auch an dem Tag vor der Nominierung, wo wir uns fertig gemacht haben, hat sie ja selber nochmal gesagt, oh, ich würde es halt für schade finden, wenn du gehen müsstest und so weiter. Und mittlerweile kennt ja jeder Sandra und weiß, wie sie ist und was sie für Sendezeit und für Drama und für Action tut.
Und dann haut sie halt gerne auch mal vielleicht ihre Freundin raus. Einfach, dass sie dann so denkt, so geil, jetzt gibt's richtig Beef und... Meinst du, das hat sie deswegen gemacht? Ich glaube schon. Ich glaube, also, sie hat es wirklich so gemacht, weil sie kann mir doch nicht erzählen, dass sie jetzt in den 2 Wochen so close mit einer Patricia ist, dass sie nicht sie, also dass sie mich rausschmeißt und nicht sie, weil sie für mich argumentiert, sie hat argumentiert, ich bin leider so spät in die Gruppe gekommen, sie war mit Patricia so dicke. Aber dann denk doch mal langfristig, wir haben den gleichen Freundeskreis, ne? So habe ich dann halt gedacht. Naja, deswegen, als ich jetzt gesagt habe, ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr so close miteinander seid. Also das habe ich auch, ja, ich habe jetzt auch nicht jedes Detail verfolgt, aber rein von der Nominierung her würde ich jetzt sagen, macht man das nicht. Und du hast gerade was gesagt, was mich jetzt mal aus deiner Sicht total interessieren würde. Man weiß ja, wie Sandra ist. Ich kriege auch so ein bisschen mit, dass Sandra natürlich immer, die ist immer Thema überall so ein bisschen, ne? Und ich weiß immer nicht, inwieweit ist sie unschuldig oder schuldig, wenn man das so sagen kann? Ja, sie stellt sich ja immer gerne unschuldig dar. Ja, genau, das habe ich so. Und ich war eine der wenigen dort vor Ort, die immer hinter ihr gestanden haben. Alle haben Stress mit ihr gehabt, also wirklich jeder, hat man ja auch gesehen. Und ich war eine der wenigen, ich habe immer hinter ihr gestanden. Mhm. Ich habe immer gesagt, nein, Sandra nicht und sie ist nicht so. Und Jolina, auch wenn ich meine Probleme mit Jolina hatte, wir haben uns wirklich extrem gut verstanden. Jolina hat immer zu mir gesagt, Malisa, vertrau Sandra nicht, sie ist falsch. Sie ist eine linke Ratte und wenn sie die Möglichkeit hat, wird sie dich rausschmeißen. Ich so, nein, Jolina, das macht sie nicht. Ich war so naiv und blind. Und an dem Tag, wo mich Sandra rausgeschmissen hat, kam Jolina zu mir und meinte, habe ich sie gesagt? Habe ich sie gesagt? Ich so, ja, ich war dumm. Crazy. Alle haben es gewusst. Und Jolina kannte ja aber eigentlich Sandra auch nicht, ne? Nur basierend auf den... Und während der Dreharbeit, und wenn man so lange zusammen ist, kriegt man ja auch vieles mit und vieles passiert ja auch. Und deswegen... ja, ich war einfach extremst enttäuscht. Also ich sage dir ehrlich, ich war noch nie im Fernsehen von einer Person so menschlich enttäuscht wie von ihr. Es hat mich extremst ergriffen. Ich habe wochenlang geweint, auch zu Hause. Ich habe immer wieder geheult und habe auch darauf gewartet, als ich zu Hause war, dass von ihr nochmal was kommt, dass sie sich gar entschuldigt, sich bei mir meldet. Ich bin ihr dann entfolgt. Es kam einfach gar nichts mehr. Krass, also das ist es dann war, schon... Es war ihr einfach scheißegal. Und dann dachte ich mir, krass, also alle anderen hatten einfach recht. Und das hat mir extrem wehgetan. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn, also mit Entfolgung und allem, das ist ja ein Riesenthema. Also das ist ja im Social-Media-Bereich die rote Karte. Das zeigt ja, hier ist die Grenze. Jetzt hast du einen Podcast, Blitzlichtgewitter, kommt jede Woche, ne? Oder wie oft macht ihr? Ich habe das Gefühl, macht jeden Tag, aber es kommt auf jeden Fall jede Woche. Genau, immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt eine neue Folge, eine neue Podcast-Folge. Und daher kanntest du sie unter anderem auch. Also nicht nur, weil ihr einen gemeinsamen Freundeskreis hattet, sondern weil du ja quasi auch bei diesem Podcast das Aushängeschild mit bist. Genau, also wir machen ja auch Interviews auf Events und ich habe ja Sandra schon öfter interviewt auf Events und das ist jetzt vorbei, oder? Da auch kennengelernt. Also ich bin dir ehrlich, ich bin in dem Punkt schon professionell. Ich muss ja auch Leute interviewen, auf die ich keinen Bock habe. Ja, aber... Und das mache ich dann auch. Und irgendwie sind ja alle trotzdem ein bisschen mediengeil. Also es gibt auch viele, die dann vielleicht nicht mit mir sprechen wollen, das trotzdem tun. Ist das so? Ja. Weil ich wollte gerade fragen, es ist ja ein Unterschied, guck mal, wenn ich dir jetzt Fragen stelle oder du mitbekommst, was ich poste, ist es ja immer noch was anderes, weil ich bin ja nicht im Reality als Reality-Figur aktiv. So. Ja. Und wahrscheinlich habe ich auch mal Sachen über dich gesagt, wo du dachtest, boah, fand ich nicht so cool, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Du, das hat jeder schon gemacht, zum Beispiel auch Trashkurs hat schon mal Scheiße über mich geredet oder Saniel oder sonst wer, aber ich denke mir so, ihr macht euren Job. Ich bin kein perfekter Mensch, niemand ist perfekt, auch ich mache Fehler, auch ich bin vielleicht, habe Ecken und Kanten und scheiß Seiten. Und ich bin ein Mensch so, man muss in dieser Branche, oder ihr müsst ja auch mal ein bisschen überspitzt reden oder, ne? Und okay, aber du kannst das nicht, ich rede dann trotzdem mit allen. Okay, aber du kannst es vielleicht... Ich kann es gut trennen. Ja. Ja. Und da hast du aber auch schon Leute erlebt, die es nicht trennen können, weil ich sag dir jetzt ehrlich, das ist ein Bauchgefühl, vielleicht täusche ich mich auch, ich sehe jetzt nicht unbedingt Sandra im nächsten Blitzlichtgewitter-Podcast mit dir als Gesprächspartnerin, wenn ihr euch schon entfolgt und so. Ist schon. Du, wenn sie nicht mit mir reden möchte, ist das für mich vollkommen legitim und in Ordnung. Und dann habe ich ja noch Trubo und Alice, die da mit ihr reden können. Und wenn sie es nicht möchte, dann ist es halt so. Ne? Also wir rennen niemanden hinterher. Wir haben genug Leute und Anfragen, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Und das muss sie halt für sich selber wissen, ob sie dann auch die Reichweite nutzen möchte oder nicht, die wir dann halt auch mitbringen. Ist es generell für dich schon mal irgendwie ein Konflikt gewesen? Ja, tatsächlich mit Christine Opara zum Beispiel. Couple Challenge? Hatte ich ja nicht nur Couple Challenge, auch was danach war. Okay. Ich glaube, jeder, der es mitbekommen hat, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr auf der Fashion Week, da sind Christine und ich uns ja so extrem angegangen, ist ja sehr viral gegangen auf TikTok. Und da haben wir uns ja gehasst. Und jetzt, dieses Jahr auf der Fashion Week, haben wir uns das erste Mal ausgesprochen und
habe jetzt quasi die weiße Flagge geschwungen. Aber zu dem Zeitpunkt wollte weder ich, dass wir mit Christine sprechen, noch wollte ich, dass einer meiner Kollegen mit Christine spricht, weil das war schon sehr hart, dass ich halt gesagt habe, ich möchte ungern ihr die Plattform geben. Und das wird dann auch wahrscheinlich von den Kollegen akzeptiert, die stehen ja dann hinter dir. Wir besprechen uns dann immer halt, ne, und gucken dann, wie weit, wie was und ja. Aber genau das meinte, danke für das Beispiel, also genau sowas meinte ich, dass man ja wahrscheinlich irgendwann mal in so einen Konflikt kommt, wo man sich so denkt, boah, jetzt wird mir mein, ich will nicht sagen, mein, ja doch schon mein Beruf zum Verhängnis. Oder macht es komplizierter? Es hat alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Klar ist es auch ein Vorteil, wenn man mit vielen befreundet ist, ne? Weil die dann natürlich auch super gerne in den Podcast kommen oder Interviews geben. Aber das Gute ist ja, dass wir mehrere Personen sind und wenn irgendjemand mit einem von uns nicht sprechen will, dann macht es der andere und das klappt bis jetzt immer wunderbar. Was macht dir mehr Spaß, die Leute zu interviewen oder in die Reality-Shows zu gehen? Ich liebe beides tatsächlich, finde beides cool. Aber ich möchte der Reality-TV-Bubble langsam, aber sicher so ein bisschen den Rücken kehren. Ja. Zumindest nur noch wirklich extrem ausgewählte Formate machen. Dschungel? Nee. Nee? Ach so, ja, gut, stimmt, da war ja was. Aber auch, okay, aber auch, ich meine, jetzt hast du ja schon mal so einen Vorgeschmack, ja? Dschungel würdest du nicht machen. Nee, warum? Also ich meine, ich verstehe jetzt, du hast mir erklärt, aber... Ich kann dir auch genau sagen, warum. Warum? Mein komplettes Image wäre danach im Arsch. Kennst du noch Sarah Knappig? Die hat doch irgendwie 7 Challenges nicht geschafft. Ja. Ich wäre schlimmer als Sarah Knappig. Und ich du würdest würde mich zur Lachnummer der Nation machen. Meinst du, du würdest nicht mal ankommen, die müssen ja immer dahin laufen. Ja, und nicht nur das, die müssen ja teilweise auf den Helikopter springen oder so. Das würde ich schon nicht machen. Wasser. Ja, Wasser, Tiere, da irgendwas. Ich habe bei Reality Queens wegen einer Kakerlake geschrien. Wie soll ich denn so einen Kakerlaken sagen? Ich wäre furchtbar und dann da kriegst du ja wirklich gar nichts zu essen außer Reis und Bohnen. Bei uns, bei Reality Queens, konntest du ja noch den Luxusbereich erspielen, wo du ein bisschen mehr zu essen bekommen hast und Softgetränke und mal was zu snacken oder so. Da würde ich würde durchdrehen. Ich würde mich zur Lachnummer der Nation machen. Das kann, will ich nicht mir so, weil ich möchte gerne eher Richtung die Moderation gehen. Und das wäre schon, ich würde mir, glaube ich, alles versauen. Wollen wir mal noch, bevor wir über die Zukunftspläne sprechen, noch mal kurz zurückgehen zu den Differenzen mit den Frauen. Also, wir hatten jetzt Carina Spark, wir haben das Sandra-Thema grob abgehakt. Ihr habt doch keinen Kontakt mehr aktuell. Also, ihr seid euch voll, das ist erstmal Stand. Ich finde es sehr, sehr traurig und schade. Also, ich bin ja ein Mensch, ich gebe eigentlich jedem Menschen eine zweite Chance. Aber wenn man nicht von alleine mal ankommt und irgendwie sich entschuldigt nochmal persönlich oder sagt, hey, wollen wir nochmal reden? Und von der Person, weil sie ist diejenige, die Scheiße gebaut hat, nicht ich, dann bin ich eigentlich immer bereit, auch nochmal zu reden, mir das anzuhören, dass man guckt. Aber wenn gar nichts kommt, dann ist für mich das Ding auch durch. Wie ist denn das, wenn du diese Frage nicht beantworten willst, auch okay, du bist ja auch zum Beispiel mit diesem Dennis Felber, glaube ich, heißt er, ne? Dennis Felber, ganz gut. Der ist doch gerade mit Sandra auf Mallorca oder so gewesen. Oder verbringe ich jetzt was durcheinander? Also er wohnt auf Mallorca und sie war auch auf Mallorca. Genau, das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit bei einer. Ich habe die immer meine Storys gesehen. Ist das für dich dann ein Problem oder ist es okay? Na, er hat, ist ja nur mit ihr so oberflächlich befreundet. Okay, ich glaube, das also sind meine Freunde, wir sind einfach nur gute Bekannte. Nee, das ist mir ja egal. Zum Beispiel Tobi Smile ist ein sehr guter Freund von mir und ist auch, glaube ich, einer der besten Freunde von Sandra. Ja. Und er steht dann manchmal zwischen den Stühlen. Aber ich bin zum Beispiel keine Person. Ich würde niemals zu jemandem sagen, nur weil ich die Person nicht mag, du musst dich jetzt entscheiden, wir sind keine 12 mehr. Es muss jeder für sich entscheiden. Ich bitte immer nur die Leute darum, wenn ich der Person was sage, muss ich der Person zu 100% vertrauen können, dass sie das, was ich da sage, nicht weiterträgt an die dritte Person. Klappt das ganz gut in dieser Reality-Branche? Bis jetzt schon. Also ich habe ja mit so vielen Reality-Leuten gar nichts zu tun. Ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen, weil ich einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe mit sehr vielen Leuten damals und dachte mir, nee, ich habe so meinen Freundeskreis, meinen Space und so zum Beispiel Sandra Janina ist eine meiner besten Freundinnen, eine der wenigen aus der Branche, mit der ich wirklich tagtäglich Kontakt habe. Mit oder Jasmin Herren jetzt auch. Getrennt, ne? Genau, Jasmin Herren, mit ihr habe ich auch jeden Tag Kontakt. Aber ansonsten habe ich nicht mit vielen, oder Kate, aber auch nicht so, also nicht so wie jetzt mit Jasmin und Sandra. Aber ansonsten versuche ich das immer so ein bisschen mittlerweile von mir wegzuhalten. So, jetzt aber wirklich zurück zu den Frauen. Die verquatschen. Was war denn mit Vanessa? Da gab es ja auch eigentlich keine Vorgeschichte. Kanntet ihr euch persönlich? Persönlich nicht. Also wir haben uns auf Instagram gefolgt, haben uns auf Instagram, Social Media sehr gut verstanden, oft Podcast geschrieben. Podcast wahrscheinlich auch mal? Podcast weiß ich gar nicht. Okay, dann wahrscheinlich nicht bei dir, wenn... Nee, bei mir nicht, aber ich glaube mit jemand anderes. Und wir haben uns sehr gut verstanden auf Social Media. Sind ja auch zusammen eingezogen. Und dann, so nach 2-3 Tagen, hat sie auf einmal ein übelstes Problem mit mir entwickelt. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum. Nee. Also,
ich habe ja auch erst im Fernsehen dann gesehen, wie oft sie scheiße über mich geredet hat. Ich wollte ja eigentlich gar nicht scheiße sagen. Aber darfst du, hast du das schon so oft gemacht? Ich habe. Ja. Oh nein. Wie oft, also dass sie so negativ über mich geredet hat. Und ich habe das aber teilweise gar nicht mitbekommen. Erst jetzt bei der Ausstrahlung und vor allem auch erst, wo mir voll viele Leute geschrieben haben, boah, wie unsympathisch ist Vanessa, was hat sie gegen dich, warum schießt sie gegen dich, warum redet sie so schlecht? Und ich denke mir so, am besten ist das Beispiel Folge 7, wo ich das Team wechseln musste und ich habe mich so voll gefreut und dachte so, ja, und ich mag die drei Mädels voll, gehe noch hin, umarm die und sehe beim Fernsehen, dass, als sie es erfahren hat, sie sagt so, boah, gar keinen Bock auf Malisa, kann hätten die nicht jemand anderes nehmen können und sie hat so schlecht über mich geredet, aber ich mir dachte, was habe ich dir getan? Ich jetzt würde ich jetzt, okay, aber ja, du hast kein, ich meine, ihr habt nochmal, ihr seid euch gefolgt bei Instagram, ihr habt euch auf. Mittlerweile ist sie mir jetzt auch vor einer Woche entfolgt, damit ich jetzt auch entfolgt. Okay, aber du weißt nicht, warum? Und ich glaube, sie mag mich einfach nicht mehr oder mag meine Art nicht oder sagt, ich glaube, sie hatte auch sehr viele Probleme damit, dass ich viel rumgeheult habe und viel Drama gemacht habe, was ihr nicht gepasst hat. Sie ist halt eine sehr, sehr, sehr taffe Frau, eine sehr starke Frau. Ich habe auch immer gesagt, sie und Carina sind für mich die größte Konkurrenz, weil sie super stark sind. Auch Ricarda war sehr stark und sehr zäh waren. Und ich bin halt komplett das Gegenteil, weil ich habe nie irgendwie den Leuten was vorgemacht. Ich habe schon von Anfang an gesagt, Leute, macht euch darauf gefasst. Ich habe fast Angst vor allem. Ich weiß, ich bin kein einfacher Mensch. Und hätte ich gewusst, dass, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich genommen wurde. Also, sie wollten ja solche Charaktere auch da drin haben. Und die brauchen ja nicht nur Leute, die sagen, ach ja, ich gehe jeden Tag wandern, sondern, genau, die wollen ja auch Leute haben, die über ihre Grenzen hinausgehen. Und das habe ich dort gemacht. Also, ich bin mit jeder Challenge über mich hinausgewachsen. Würdest du sagen, die Vorstellung, die du quasi dann, also ich gehe jetzt mal davon aus, wahrscheinlich beidseitig, aber die Vorstellung, die du dann von ihr hattest, weil du hast ja gesagt, du hast dich auf sie gefreut, war dann in der Realität anders. Anders. Ja. Und wahrscheinlich beidseitig, weswegen sie dich ja auch nicht mag. Also. Ja, ich denke mal, sie ist halt mit meiner dramatischen Art nicht so klar gekommen. Und ich habe auch versucht zu vermitteln und zu sagen, dass das ja nicht das normale Leben ist. Wenn ich zu Hause bin, habe ich ja nicht so eine Probleme, über die ich mich überwinden muss. Da bin ich ja ein ganz normaler Mensch und muss jetzt hier keine Kakerlaken mitmachen oder so oder spinnen. Und da ist halt eine Ausnahmesituation und ich bin halt ein Schisser und das weiß jeder. Deswegen, ja. Wie war das mit Julina? Ihr kanntet euch vorher auch nicht, ne? Nee. Also Julina und ich haben uns dort gesehen und haben uns auch von Anfang an richtig gut verstanden. Also wir waren richtig close. Ich war auch todestraurig, als sie krank war. Und da habe ich mich auch richtig gefreut, dass sie wieder da war. Und sie und ich waren so wie Bonnie und Clyde. Wir haben zusammen Scheiße gebaut, Blödsinn gemacht. Wir konnten so voll viel rumschäkern und haben dusselig gequatscht, so blöde Sprüche immer gegenseitig. Mhm. Was halt uns so geneckt. Und es war voll lustig. Und dann kam halt der Moment mit der Nominierung, wo ich wollte ursprünglich Emmy nominieren, ging aber nicht. Weil die ich glaube, wir wollten fast alle Emmy nominieren und sie wurde halt gesaved. Und dann hatte ich halt, stand ich da, mir war von Anfang an bewusst, Jasmin und Ricarda werde ich niemals nominieren. Und ich hatte nur die Wahl zwischen Julina und Dani. Und da musste ich halt innerhalb von kurzen Minuten, weil du hast ja erst bei der Nominierung, es war ja auch nicht so wie bei anderen Shows, eine offene Nominierung. Bei anderen Shows gibst du ja die Nominierung vorher in so einer Interviewbox ab. Und dann sagst du das einfach nochmal, was du aber vorher schon gesaved hast. Und dort war es ja offen und dann haben wir halt kurz vorher erfahren, okay, Emmy ist nicht zu nominieren. Und da musste ich innerhalb von 30 Sekunden entscheiden, nehme ich Julina oder Dani. Und ich habe lange überlegt, habe mich dann vom Bauchgefühl her aber doch für Dani entschieden. Und habe mir gedacht, nee, ich hätte zwar sagen können, ja, Julina war krank, hat es nicht so abgeliefert, war eine der schlechtesten in den Spielen. Aber warte mal, wer waren nochmal die anderen beiden, wo du gesagt hast, die willst du nicht nominieren? Ricarda? Und Jasmin. Jasmin, okay, verstehe. Du auch gesagt hast, du bist mit Jasmin sehr, sehr close. Gut. Mhm. Und mit Ricarda bist du auch gut. Ja, mit Ricarda war ich vorher auch auf Social Media. Wäre eigentlich, egal wen du jetzt gewählt hast, ich meine, du hättest ja auch alternativ Julina wählen können. Du hast sie ja nicht gewählt, weil du ihr eigentlich den Gefallen tun wolltest, dass sie, wenn sie quasi alleine ist, dass sie nochmal alleine sich beweisen kann. Genau, so. Was sie ja bis heute irgendwie falsch verstanden hat, dass sie immer sagt, sie ist nicht der Schatten ihrer Mutter. Aber sie hat nie verstanden, dass ich ja nur die Wahl zwischen den beiden hatte für mich. Und ich habe immer gesagt, versuch dich doch mal in meine Lage hinein zu versetzen. Und ich wollte ihr halt diese Chance geben. Die war ja nur bei Forsthaus. Und auch, weil ich mit ihr so cool bin und war. Was du dachtest, sie freut sich, ne? Ich habe echt gedacht, sie freut sich, dass ich sie drin lasse. Aber ich glaube, sie hätte sich eher gefreut, wenn sie rausgeflogen wäre und ich hätte Dani drin gelassen. Ihr habt ja dann auch diese Aussprache gehabt. Also man hat ja in der Sendung gesehen, dass dann auch Julina gesagt hat, sie spielt jetzt quasi nur so, wie hat sie mal gesagt? Erst im Fernsehen gesehen. Ja, so gut, wie hat sie gesagt, gute Miene zum bösen Spiel, glaube ich. Das war so ein bisschen. Gute Miele hat sie, glaube ich, auch so gesagt, gute Miele zum bösen Spiel. Also,
Ja, hast du erst im Fernsehen gesehen, aber hast du das vor Ort auch so empfunden? Oder dachtest du, nee, die Aussprache ist schon echt und... Ich habe gedacht, die Aussprache ist echt. Hm. Sie hat mir zwar auch gesagt, dass wenn sie die Möglichkeit hätte, sie gerne rübergegangen wäre ins andere Team. Wo ist es, was mich ja dann getroffen hat, leider. Und, weil du es auf dich bezogen hast? So nach dem Motto... Nee, ich musste ja ins andere Team wechseln, weil ich ja die zur harmonischsten Reality-Queen gekürt wurde von Emmy. Aber hat sie das nicht vorher schon gesagt? Wer? Die Julina hatte doch, bevor du gewechselt bist, hat sie doch schon gesagt, sie würde eigentlich gerne ziehen. Genau, genau, genau. Ich meine, dass du quasi enttäuscht warst, weil das ja quasi, also weil ihr ja eigentlich close wart und ihr wart ja eigentlich, sie war ja auch eine Bezugsperson von dir und umgedreht. Mhm. Und wenn sie ja dann sagt, ich würde lieber ins andere Team wechseln, dann ist das ja quasi gegen mich. Gegen dich die Aussage nach dem Motto, ist nicht mehr. Das meine ich mit enttäuscht. Das habe ich auch mitbekommen, das hat mich natürlich auch extrem enttäuscht so. Aber dann habe ich irgendwann nochmal einen Schritt auf sie zugemacht. Ich glaube, nach der Aussprache an dem Abend meinte, ich hoffe, es ist jetzt alles cool und wir können irgendwie nochmal versuchen, eine schöne Zeit zu haben. Sie sind da so wie davor, wird es nicht, aber sie versucht es. Und dann war auch eigentlich alles soweit cool wieder. Also wir haben richtig uns wieder angenähert, waren wieder relativ close. Bis ich jetzt im Fernsehen gesehen habe, dass sie das alles nur gespielt hat. Hast du es auch auf anderen Ebenen erlebt? Also wenn du jetzt mal Julina, die Aussage, die wir gerade besprochen haben, wir nehmen mal Sandra, Carina haben wir ja schon mal so grob angesprochen, Vanessa als Beispiel auch noch. Fällt man da oft, du hast ja die Erfahrung jetzt schon öfter gemacht, fällt man, wenn die Ausstrahlung läuft, ganz oft noch viel mehr vom Glauben ab, als in dem Format, während man dreht? Ja, leider macht man immer wieder die Erfahrung und ich bin ein sehr gutgläubiger, naiver Mensch. Ich sage es immer wieder, ich habe es auch in der Sendung gesagt, ich glaube immer an das gute Mensch und ich kann mir immer beim besten Willen nicht vorstellen, weil ich halt auch nicht so bin, dass Menschen so hinterhältig sind. Ich denke immer nie, die sind so gut zu mir und die reden so toll. Und ich denke mir so, wenn ich jemanden nicht mag, zeige ich das der Person. Mhm. Und wenn ich jemanden mag, zeige ich das ja auch. Mhm. Und die waren halt so, als ob sie es mir, als ob sie guten waren. Klar, Vanessa hat mir schon deutlich gemacht, dass sie mich nicht abkann irgendwann. Das hat man schon gemerkt, auch ab dem Moment, wo die Nominierungen waren. Auch wie sie ihre Blicke, ich habe richtig den Hass in ihren Augen gesehen. Okay. Und dachte mir, krass. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch bei der Nominierung, wo ich Carina rausgeschmissen habe, habe ich sehr lange zwischen Vanessa und Carina geschwankt. Und als ich Vanessas Worte gehört habe, habe ich mich so in den Arsch gebissen. Und es war auch das, was ich am meisten bereue, dass ich Carina rausgeschmissen habe. Ich habe mir dann auch gedacht, ich wusste, Ricardas Kapitän hat zwei Stimmen. Und Jasmin hat ja auch Carina nominiert. Egal, wen ich nominiert hätte, Carina wäre gegangen. Aber für mich, für mein persönliches Gewissen, hätte ich lieber Vanessa nominieren sollen. Weil ich einfach jetzt im Nachhinein, auch was ich so gesehen habe, mitkriege, wie sie eigentlich über mich gedacht hat, was mich schon verletzt hat. Hast du den Eindruck, weil wir über Vanessa nochmal sprechen, dass sie gar nicht so gut wegkommt in diesem Format? Weil ich habe auch das Gefühl, das ist da ähnlich wie bei Sandra. Also nicht so, ich nehme es gerade noch nicht so krass wahr. Aber ich merke schon, dass die Leute bei Vanessa auch ähnlich zwiegespalten sind, ob man die jetzt mag oder nicht. Ich hatte die ja mal im Interview, da war die nett, aber die Außenwirkung, die ich jetzt mitbekomme, ist schon, wo die Leute skeptisch sind. Ne? Also die Außenwirkung, was ich auch so medial mitbekomme und lese, ist schon, dass sie sich angeblich, ich will mir kein Urteil darüber erlauben, was ich nur so mitbekommen habe, dass Vanessa sich damit keinen Gefallen getan hat mit der Sendung, weil sie nur schlechte Laune hatte, sehr passiv eingestellt war, sehr aggro, also sehr mies drauf. Und ich auch mitbekomme, dass viele sagen, boah, so sie hat versucht, mit der Show irgendwie ihr Image wieder reinzuwaschen, ohne Alex. Und dass es wohl nicht geklappt hat. Ich will mir da gar kein Urteil haben. Ich sag nur, was ich so mitbekommen habe und gelesen habe. Das ist auch ein bisschen das Feedback, was ich gelesen habe. Genau. Also das ist auch das, was ich von den Leuten so wahrnehme. Und letztendlich muss sich jeder selber eine Meinung bilden. Also sie war halt dort schon sehr viel, sehr schlecht gelaunt und auch sehr viel... für sich, was ich so von Weitem beobachtet habe. Wir waren ja nie 24/7 zusammen oder so, sie war ja in einem anderen Team. Aber sie war in der Zeit, wo ich dort war, bei ihrem Team, halt auch nicht so gut drauf. Also kann ja mehrere Faktoren haben. Erstens, wir wissen ja zu dem Zeitpunkt, kann man ja jetzt sagen, war ja Alex schon länger weg, wegen Dreharbeiten von Kampf der Reality Stars. Und dann war sie in diesem Format. Jetzt würde mich jemand interessieren, jeder Mensch nimmt es ja anders wahr, aber war das eins der härtesten Formate für dich? Jetzt, ich weiß, du hast diese Phobie und Tiere und, na, aber wenn man jetzt mal das ein bisschen ausklammert, ich weiß nicht, ob man es ausklammern kann, aber war das schon hart? Couple Challenge war härter. Ja? Viel härter. Echt? Couple Challenge war so der Endgegner, also noch schlimmer. War wirklich, wirklich schlimm, aber Reality Queens war so Platz 2 vom Härtegrad. Für mich persönlich. Wenn ich jetzt an
Vanessa denke, die war ja vorher bei Temptation. Das ist, klar, das, was sie danach erlebt hat, war natürlich auf mentaler Ebene richtig schlimm, hart. So. Hat auch kein Mensch verdient. Genau, aber ich sag mal, die Rahmenbedingungen, um dort 2 Wochen zu bleiben, sind nicht schlecht. So. Ja, vor allem, sie war ja nur Verführerin. Und, also sie hatte ja keinen Partner als Verführer. Genau. Hast du es ja noch am einfachsten. Du Wobei bist ja Sommerhaus, glaube ich, stelle ich mir auch hart vor. Sommerhaus soll aber auch ein sehr hartes Format sein. Reality Queens stelle ich mir Ja, auch also hart ich vor. Glaube, für die... Ich hatte ja wirklich Glück. Ich glaube, ich war nur 1 oder 2 Mal im Loser-Camp. Und das war für mich furchtbar. Und ich ziehe auch meinen Hut nochmal an alle Mädels, die so lange wie die anderen im Loser-Camp waren, den Hut. Ich glaube, ich hätte abgebrochen, wenn ich so lange im Loser-Camp gewesen wäre. Ich habe mir wirklich auch so den Arsch aufgerissen, diese Challenge zu gewinnen. Und ich bin auch mittlerweile im Nachhinein stolz, haben mir auch andere gesagt, ich habe fast jede Challenge gewonnen. Wirklich jede Challenge. Ich habe sogar die mit dem Sack, war ich die Einzige, die es geschafft hat. Und ohne mich wären wir gar nicht ins Luxus-Camp gegangen. Und so. Und ich dachte mir, krass, also hätte ich von mir selber nie erwartet, dass ich doch stark sein kann. Und ich hatte aber diese Motivation, nicht in dieses Loser-Camp zu gehen, weil diese Hängematte war mein Endgegner. Ich habe noch nie in der Hängematte geschlafen, aber ich könnte nicht mal mich entspannt in der Hängematte legen, um eine halbe Stunde in der Sonne zu chillen, weil ich das Hängematte einfach per Definition als unbequem empfinde. Yes. Und wenn ich auch im Dschungelcamp irgendwie sehe, dass die da alle in so einer Hängematte schlafen. Ich finde das furchtbar. Du hast doch auch da, und dann hast du dieses Ding da drüber gemacht. Oder muss versucht. Man. Aber man hängt doch so. Ja, man hängt richtig so. Genau. Und ich habe ja auch voll Rückenprobleme. Bei mir war das dann auch noch richtig schlimm. Und dann bist du noch gezwungen, oben alles zuzumachen. Da hast du eine Plane drüber, weil wegen den ganzen Moskitos und so. Und du bist verpflichtet, das alles zuzumachen. Sonst bist du am nächsten Tag durchgestochen und kannst vielleicht nach Hause fliegen, weil du dann Malaria oder Dengue-Fieber oder so bekommst. Und das war einfach so, ich habe ja Gott sei Dank immer so ein paar Tropfen von Ricarda bekommen, so Beruhigungstropfen, die hat sie mitgebracht, die durfte ich dann nehmen. Und die haben mich dann auch echt runtergeholt und ansonsten ohne die Tropfen wäre ich, glaube ich, durchgedreht. Haben wir eigentlich gerade irgendeine Frau vergessen mit der Beef? Na Dani, mit Dani hatte ich ja. Ja, also Beef. Zwangsläufig natürlich dann auch durch diese, oder war das durch vorher? Die Nominierung. Genau. Aber das war sonst, kanntet ihr euch vorher? Nee. Auch nicht. Weil Dani ist ja schon jetzt in einem Geschäft, hätte ich gedacht, ihr habt euch schon mal irgendwie... Nee, noch nie. Aber ich fand es halt einfach krass, ihr Verhalten so für eine Mutter, die jetzt Mitte 40 ist. Weil was meinst du mit Verhalten einer Mutter? Na, wie sie sich benommen hat bei der Nominierung. Sie hat ja auch sich nicht bei Jasmin und mir verabschiedet. Wir haben ja geklatscht und sie so, ihr braucht gar nicht klatschen. Und ich habe auch nicht mitbekommen, dass sie irgendwie zu Julina gegangen ist und sich für sie gefreut hat, sondern sie war irgendwie mehr enttäuscht, dass sie rausgeflogen ist. Aber wenn ich Mama wäre, dann würde ich ja zu meiner Tochter gehen und sagen, boah, ich zieh das durch, ich bin stolz auf dich, vor allen Leuten. So, das hätte ich gemacht und ich hätte drauf geschissen, ob ich rausfliege. Aber sie hat ja so einen Aufstand gemacht, weil sie rausgeflogen ist, wo ich mir denke, so, hä, gönn es doch einfach deiner Tochter so von Herzen. Das habe ich halt nicht so ganz verstanden. Und auch dieses, sich nicht von uns zu verabschieden, weiß ich nicht, ich bin ja auch rausgeflogen, Sandra, ich war menschlich enttäuscht und trotzdem habe ich beigebracht bekommen, dass man trotzdem sich bei jedem Menschen verabschiedet. Ich habe ja sogar jeden umarmt und so. Und das hat einfach was für mich mit Respekt und Anstand zu tun. Hast du sie aber jetzt mal unabhängig von der Nominierung die Wochen vorher oder Tage vorher als angenehm empfunden? Also hat es geklappt? Wir hatten schon so ein bisschen unsere Diskrepanzen. Also sie hat schon oft so ein bisschen die Mutti raushängen lassen, hat immer das Gespräch zu mir gesucht, so... Und wollte mich irgendwie belehren. Das habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, noch wahrgenommen. Und dann dachte ich mir so, hä? Also ich lasse mir jetzt hier nicht irgendwie bestimmt die Butter vom Brot nehmen und was sagen. Und ich habe so ein bisschen manchmal, wenn sie was gesagt hat, ich habe schon unterschwellig mitbekommen, dass sie manchmal gegen mich geschossen hat. Ja? Das habe ich schon wahrgenommen. Und deswegen dachte ich mir auch dann hinterher so, Julina, Dani, mit wem will ich noch lieber hier sein? Mit wem mehr... Clinch und dann dachte ich mir einfach so, nee, komm, egal, auch wenn andere jetzt, wenn die anderen sauer sind, weil Jolina am schwächsten war, verstehe ich, dass die anderen sagen, wir schmeißen dann die Schwächste raus oder so, weil wir natürlich ans Team denken müssen. Aber in dem Moment habe ich dann einfach gedacht, nee, ich nominiere jetzt Dani. Aber auch da, seid ihr vorher gefolgt, du und Dani? Nee. Okay, also da war, deswegen ist vorher quasi nachher genauso wie vorher. Ja. Okay. Jetzt ist es ja so, du hast, du warst in einer Beziehung bis vor... Ja, kurze Zeit. Hättest du dir als Beispiel vorstellen können mit dem, also jetzt nicht, ist jetzt eine blöde Frage, aber trotzdem finde ich interessant, weil du auch gesagt hast, du willst ja auch Reality gar nicht mehr so machen, aber wäre Sommerhaus als Beispiel für dich eine potenzielle Show mit einem Partner? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht dieses Jahr im Sommerhaus waren, weil ich glaube, dann hätte bei uns
wirklich der Sommerhausfluch eingeschlagen und ich weiß, wie er ist. Und er ist extremst temperamentvoll, noch schlimmer als mein Ex, also Fabio 1. Fabio 1, auch Fabio nicht. Das Fabio ist 1 und Fabio 2. Das ist sehr schwierig. Aber musstest du dich wenigstens beim Namen nicht groß umgewöhnen. Ja, stell dir vor, ich hätte jetzt ein Tattoo gehabt von Fabio. Dann, nee, aber stimmt. Ich halte mich jetzt von Fabios Finger. Ja? Hat der nicht gematcht, okay. Nee, Fabius, das lasse ich jetzt die Finger von. Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, Sommerhaus wäre schon ein Format, auf das ich Bock hätte, weil ich die Spiele irgendwie geil finde. Aber ich glaube, das ist schon eins der härtesten Formate Deutschlands. Meinst du, es ist härter als Prominent getrennt? Weil ich sehe das ja ein bisschen ähnlich. Ich glaube schon, es ist härter. Ja? Weil wenn du getrennt bist, bist du getrennt, da kann es ja eigentlich egal sein. Das stelle ich mir viel schwieriger vor. Es war auch am Anfang schwierig mit Fabio 1. Wir haben uns ja ein halbes, dreiviertel Jahr davor blockiert gehabt. Und das erste Mal dann da gesehen, ich dachte mir, boah, ich hatte gar keine, mein Herz hat gerast, ich habe ihn gesehen. Dachte mir, hat man da keine Hemmschwelle? Also deswegen, ich stelle mir jetzt vor, wenn man jetzt irgendwie so eine Anfrage bekommt mit dem Ex, also ich meine, will ich man das? Ich habe es als Chance gesehen. Wofür? Weil wir beide uns, weil wir uns so sehr zu dem Zeitpunkt gehasst haben und ich bin kein Mensch, der gerne hasst. Mhm. Ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch eigentlich, obwohl ich immer in die Dramen mit verwickelt werde. Und ich wollte, weil wir uns blockiert hatten und wir hatten nie die Möglichkeit, so richtig zu sprechen, wollte ich das eigentlich alles mit ihm geklärt haben. Einfach nur für meinen Seelenfrieden. Hat er dann Gott sei Dank auch irgendwie geklappt bis zu einer gewissen Zeit, seitdem wir jetzt keinen Kontakt mehr haben. Ich wollte gerade sagen, Stand heute ist, ich habe euren Instagram-Beef letztens mitbekommen. Ja. Da ist Funkstille. Du hast jetzt quasi nur noch Kontakt mit seiner aktuellen Freundin. Mit Laura, genau. Ja. Und jetzt würde mich noch interessieren, nochmal auf den Fabio 2 zu sprechen zu kommen. Ich weiß es jetzt, aber ich habe, Real ist glaube ich noch nicht so lange her. Ihr habt irgendwie bei Blitzlichtgewitter auf eurer Seite, war doch ein Real, glaube ich, von Nico Legert. Ja. Und der hat sich ja irgendwie geäußert und hat sich für irgendeine Sache entschuldigt. Kannst du das mal aufklären, was da jetzt, wofür genau das sich eigentlich entschuldigt hat und was da jetzt irgendwie die Konstellation war? Also, Tobo hatte Nico interviewt und das ist schon ein bisschen länger her. Und jeder weiß ja, dass Nico und ich mal so ein paar Monate was miteinander hatten. Da hat er mich ja verarscht gehabt. Ich wollte gerade sagen, aber mal Lisa. Ich habe echt Pech mit Männern, ich sag's dir. Red Flags. Also, Pech. Okay, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Du hast ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als du ihn irgendwie kennengelernt hast, oder? Da war Temptation schon. Also nee, Nico habe ich kennengelernt vor der Ausstrahlung von Temptation. Ja, aber. Aber während der kompletten Ausstrahlung ging das dann und so, ne? Da warst du quasi schon in der Spirale gefangen. Genau, und ich denke mir halt immer so, wir wissen ja, wie Fernsehen ist und was alles so passiert. Und ich bin ein Freund davon, den Menschen persönlich kennenzulernen. Ja, ist ja gut. Und bis zu dem Zeitpunkt war Nico wirklich ein guter Mensch zu mir. Wir hatten wirklich sehr viel Kontakt. Und dass er mich dann verarscht hatte und zweigleisig gefahren ist, dass er so eine Freundin sitzen hatte, das ist natürlich mal ein anderes Thema dahingestellt. Aber eine gute Sache hatte das Ganze. Er hat mich mal gefragt, als er zu mir nach Berlin gekommen ist, darf ich meinen Kumpel mitbringen? Und jetzt, um das Thema aufzulösen, warum er sich bei meinem Ex Fabio und mir entschuldigt hat. Die beiden waren befreundet. Er hat Fabio mitgebracht nach Berlin. Okay. Und ich habe Fabio damals schon gesehen, dachte mir, boah, krass, hübsch, attraktiver Mann. Wir haben uns direkt gut verstanden, waren zusammen feiern. Nico war die ganze Zeit irgendwie weg, ist rumgerannt und Fabio war die ganze Zeit bei mir, war richtig Gentleman, hat sich um mich gekümmert. Und war so, dachte ich mir, krass, das ist so ein richtiger Mann, der war halt auch so alt wie ich. Nicht. Nico war ja wieder 5, 6 Jahre jünger. Und dachte ich mir, scheiße, und jetzt ist das so mit Nico. Und ein paar Tage später hat sich das so gefühlt von alleine erledigt, weil dann aufgeflogen ist, dass Nico mich da halt verarscht hat. Und dann habe ich mich bei Fabio so ein bisschen ausgeheult. Die beiden hatten dann auch übelst den Streit. Ist dann auseinandergegangen, aber nicht wegen mir, wegen anderen Sachen. Und wie das manchmal so ist, wir haben dann immer regelmäßig telefoniert, uns dann irgendwann getroffen. Und dann war ja mein Geburtstag letztes Jahr, der ganz groß mit Be Real auch gefeiert wurde. Da ist er dann alleine das erste Mal zu mir gekommen. War auch nur für mich da. Und dann habe ich gemerkt, so krass, ich habe mich dann richtig schnell in ihn verliebt. Und so kam das dann. Er und Nico hatten keinen Kontakt. Und Nico hat sich einfach, weil Nico hat halt Scheiße mit meinem Ex Fabio abgezogen und mit mir. Und deswegen hat er sich, glaube ich, in dem Interview mit Tobo bei uns beiden entschuldigt. Und Kontakt zu Nico möchte ich trotzdem nicht haben, habe ich auch nicht. Und Fabio und ich sind ja jetzt auch nicht mehr zusammen. Und so ist es. Vielleicht sollte ich die nächste Bachelorette werden. Und ich finde mal, ihr castet mal ein paar richtige, echte Gentlemänner. Ich sage es dir wirklich. Golden Bachelorette werde ich dann. Ich bin ja auch schon keine Jungsche mehr. Aber wie geht's jetzt weiter? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, irgendwie Reality, hast du irgendwelche
Klar, ich weiß, du willst moderieren, hast du schon gesagt. Mhm. Aber ich meine, also generell, hast du jetzt irgendwelche Pläne, Projekte, die du bald machen möchtest? Ja, diesen Monat kommt noch mein erstes eigenes Produkt raus, woran ich über ein Jahr gearbeitet habe. Ich weiß ja nicht, wann das Video hier online kommt, aber... Zeitnah. Da kann ich noch nicht sagen, was es ist, aber... Ach, darfst du nicht? Nee, kannst ich habe heute ein bisschen geteasert. Okay. Ist auch was für Männer oder eher für Frauen? Ah. Es ist wirklich nur für Frauen. Okay. Dann interessiert es mich nicht. Aber ich habe sehr lange mit einem unfassbar tollen Team daran gearbeitet und hoffe, dass die Leute es genauso lieben werden wie ich. Bist du zufrieden? Übertrieben. Ja? Ich lieb's und ich benutze es jeden Tag, nur noch. Okay, dann kannst du mir gleich erklären, was es ist, wenn die Kamera aus ist. Und Reality ist jetzt aber, also du möchtest nicht ganz aufhören? Nee. Du hast also bestimmt noch so ein paar, eine Traum, Bucketlist für die Formate. Okay, ja, mein Traumformat wäre Let's Dance. Ja, sowieso. Ja. Aber da kommt man ja so sehr, sehr schwer hin. Ja. Ansonsten Kampf Reality Stars wäre ein absolutes Traumformat. Oh ja, aber das ist doch ein realistisches Format, oder nicht? Weiß ich nicht. Also Let's Dance bis jetzt habe ich immer beworben und immer eine Absage bekommen. Echt? Vielleicht solltest du dich einfach mal nicht bewerben. So, ja. Vielleicht sagen die dann, ach, jetzt wollen wir die haben, ist ja oft so, ne? Ja. So Leute, die sich mal bewerben, wollen wir nicht. Und ich möchte gerne, wenn es irgendwie geht, wieder mehr Richtung Schauspielerei gehen. Stimmt, damit hast du angefangen, ne? Mhm. Was war das nochmal? Warte, lass mich überlegen. Als Kind hast du, glaube ich, bei Türkisch für Anfänger mitgemacht, ne? Nee, andersrum, als Kind bei GZSZ. Ah, okay. Und als Jugendliche bei Türkisch für Anfänger. Da warst du aber so eine unangenehme Schülerin, ne? Mhm. Also, ich habe es damals geguckt, ich kannte sie noch nicht, deswegen kann ich das nicht wissen, aber du hast letztens irgendwo, habe ich ein Video gesehen. Ich habe ein Interview gegeben bei zwei Mädels, bei Generation Trash. Und die haben das herausgefunden und mich erkannt. Und ich wurde schon voll oft immer wieder auch bei TikTok angesprochen und so, hä, bist du das? Die sieht aus wie du, aber ich war da 16. Ja, weil das wird jetzt überall gestreamt immer wieder, ne? Mm. Aber sag mal, wie viel hast du da gedreht damals? Mal mehrere Folgen? Ja, voll viele. Immer in der Klasse. Also ich war immer, alles, was in der Klasse gedreht war, immer mit dabei und immer in den Ferien, am Wochenende halt, weil ich jetzt zur Schule gegangen bin noch. Bist du das nicht voll nervig? Also Drehtage sind noch richtig lang immer. Ja, aber ich habe es geliebt. Ich war schon als Jugendliche zielstrebig. Ich wollte eigentlich immer erfolgreiche Schauspielerin werden. Hat nicht geklappt, deswegen bin ich im Reality gelandet. Und jetzt habe ich ein neues Ziel und Fokus Richtung Moderation. Mal gucken, wie es so dann wird. Dann bin ich mal gespannt. Aber Podcast bleibt? Ja, auf jeden Fall. Immer? Ja. Oh Gott, mein Magen. Vielleicht sollen wir was essen. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Nee, Podcast bleibt auf Podcast jeden Fall. Bleibt. Ich liebe das. Macht Spaß und... Wir sind ein super Team, ein sehr eingespieltes Team und ja. Sehr gut. Naja, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht kommt ja bald eine Anfrage für Kampf der Reality Stars 2025. Ja. Ihr Lieben, wenn ihr mal Lisa folgen wollt, dann macht ihr das am besten bei Instagram. Ne? Ist alles unten verlinkt und angepinnt und dann könnt ihr mal sehr gespannt sein, was bald für ein Produkt kommt. Das ist nur für Frauen, wie wir wissen. Und dann danke ich dir. Ich danke dir. Für deine ausführlichen Worte zu allen möglichen Themen. Haben wir es vergessen? Nö, ne? Eigentlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Wir sind alle Themen durch. Gut, ihr Lieben, wir freuen uns jetzt auf euer Feedback. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.